bisschen dichter ran, damit man das auch ein bisschen besser sieht. Zeigt mal hier oben kurz auf die Linien, die man so sieht. Gute Linien. Das ist die ganz feinen Linien hier. Das, was die ganz feinen Linien so sind. Weil das ist ja das, was du alles entgittern musst. Ne, die Linie nicht, nur die Zwischenräume. Mhm. Wie lange nimmt dein Zug? Ich habe keine Ahnung, lange noch. Da hat man jetzt wenigstens auch gesehen, damit es manchmal hakeln tut. Mhm. Weil das ist ja wichtig, damit man das auch weiß, damit das Messer manchmal nicht hundertprozentig alles schneidet, damit man da vorsichtig sein muss beim Entgittern. Bedenkt die ganzen Stunden, die du beim Entgittern sitzt. Wenn das einige selber machen, können sie die Hälfte Geld sparen, weil das Entgittern ja wirklich eine Friemelarbeit ist, die bei dir auch ewig dauert. Naja, das kommt drauf an, je nachdem. Ja, wenn etwa einfache Strukturen, da kann es dann auch mal schneller gehen, da fest an eine Ecke an, ziehst ab und bist fertig mit Entgittern. Das kommt ja auch mal vor. Ansonsten muss man schon ganz genau, also ich sag mal, bei manchen muss man dann gucken, was man rausholt und was nicht oder was rauszuholen ist. Ja, naja, gut, da hat man ja beim Plotten vorher das eigentliche Motiv, wie das denn hinterher aussehen müsste, und daraus ergibt sich ja meistens, was du rausnehmen musst. Das ist richtig, aber wenn du jetzt zum Beispiel was auf T-Shirt meinetwegen rufbringst und du musstet ja dein spiegelverkehrt machen, damit du das ja auch richtig rumsiehst. Ja, das ist dann wieder was anderes. Das muss man dann mitbedenken. Ob du jetzt hier so einen Aufkleber plotten tust oder was plotten tust, was zum Bügeln ist. Mhm. Da gibt es natürlich die Unterschiede. Bei dem geht es noch relativ schnell, wenn ich das so beurteilen kann. Jo. Denn ich kenne viele feine, kleine Schriften, wo du ewig dran sitzen tust. Mhm. Und hier macht es jetzt bloß die Menge, die ewig dauert, denn... Ja. Das war wie viel von der Blume des Lebens musst du da machen jetzt? 24. 24? Ja. Wow. Da hast du ja eine Weile zu tun. Ja. Das war ja dann eine Großbestellung. Mhm. Aber Gott sei Dank ist die Blume des Lebens und der Baum des Lebens ohne Copyright als Motiv.
ist das ja kein Problem, das auch hier werblich nutzen zu können. Mhm. Wenn das kein Copyright hat. Jo. An dicker Stelle ja dann auch noch Formen davon mit so einem Motiv drin alles. Da habe ich dann natürlich den Vorteil, das Copyright liegt bei mir auf die Form. Mhm. Und auch das Urheberrecht im Endeffekt, weil das ja eine von mir erstellte Form ist, mhm, mit einem freien Motiv. So hast du denn auch dein erstes Video im Kasten, siehst du? Wenn du die entgittert hast. Ja. Und dann kriegst du auch dein Regal im Regal. Mein Regal im Regal. Na gut. Na, zu Recht gesicht habe ich ja schon ewig alles. Ja, ja, ist richtig. Aber du bist ja noch nie dazu gekommen, mal ein Video zu machen. Nee. Aber jetzt zeigst du den Leuten, die sich sowas bei dir bestellen, wie das gemacht wird. Und du kannst immer fragen, entgitterst du das selber oder soll ich dir das entgittern? Mhm. Denn so kannst du ja auch unter Umständen Zeit sparen und andere auch Geld sparen. Ja. Mhm. Weil da das so eine Schweinearbeit ist, muss man das ja auch anteilmäßig mit berechnen. Mhm. Du bist ja damit auch durchaus Tage beschäftigt. Ja, naja, so wie es immer gerade passt, ne? Mhm. Hatte, geht das sehr gut, wa? Jo. Du hast jetzt kaum noch die ich dir fertig gemacht habe, ist die Nadel. Ja, nee, die zum Anfang wolltest du ja nicht mehr aus der Hand legen. Ja, da war tatsächlich auch mit der Pinzette schwierig. Also ich sag mal, die Pinzette geht auch nicht, nicht überall und nicht immer. Aber mittlerweile sind wir gute Freunde geworden. Naja. Du hast ja auch noch gute Augen. Ich zum Beispiel würde das ja nicht hinkriegen. Naja, das, ich muss aber auch ehrlich gestehen, das liegt auch immer an der Folie, beziehungsweise auch am Tageslicht. Da ist es. Denn weiße, schwarze Folie oder alles, was stark glitzernd ist oder Motiv hat, ist da, wo das die Linien kommen, siehst du die Schnittlinien. Ja. Bei dem hier sieht man die Schnittlinien richtig, ja, gut. Ich habe mir, weil mir das auch immer arg gestört hat, damit man die Linien nicht sieht, kann man sich mit ein paar Sachen behelfen. Wir haben ja auch jetzt eine gute Brille. Ja. Die ich mir ja gekauft habe, ja, um besser gucken zu können. Ja, das könnte. Aber die kannst du dafür auch nehmen, denn mit 2,5-facher oder 3-facher Vergrößerung, ja, das ist siehst richtig du dann die Linien auch. Ja. Und sogar noch Licht dran. Also fallen die Schnittlinien ein bisschen besser auf, da sich das Licht ja da brechen tut. Ja, das ist richtig. Die Brille würde ich aber tatsächlich eher wirklich so als letzte Möglichkeit wählen. Ja, du hast ja gute Augen, wie ihr sagt. Manch einer hat nicht mehr so eine guten Augen. Ja. Und der bräuchte sie, um das überhaupt dahin zu kreieren. nee, ich habe nämlich selber, ich habe bei Google einfach mal geguckt, mhm, was man so machen kann. Ja, jetzt oder musst du außenrum den Rand nur, ne? Ja. Da geht man wieder ein bisschen weiter weg, damit man das besser sieht.
So, Moment, ich das muss andere mir habe erst, ich jetzt dichter dran. Ich muss mir jetzt mal. Ach, weil alle Viere ja noch nicht getrennt sind. Richtig. Musst du jetzt leichter die oberste Folie durchschneiden. Besser wäre das natürlich, wenn man wie eine Schneidematte hat zum drunterpacken. Meine kommt erst heute. Aha. Aber so kann ich wenigstens sagen, du hast die Tischdecke auch kaputt gemacht, nicht nur ich. Ja. Denn hier halt den schlagenden Beweis, damit du beim ersten Mal auch leicht über die Kante gekommen bist. Das ist unfair. Spaß muss sein. So, ne, mal gucken, wie gut uns das hier linkt hier. So. Das wird jetzt nämlich ein bisschen friemelig. Friemelig, genau. So geht das dann in dem Moment immer am einfachsten. Also bleibt nämlich so. Die und so ist er fertig, wa? Nee, noch nicht. Musst du was machen? Ja, da muss ich noch. Das wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen interessanter. Ach, hast du noch so einen feinen Ring da drin, ja? Oder? Ja, okay. Gucken, komm ich da. Bin jetzt, ich fühle mich teilweise wie ein Arzt hier. Mit Pinzette und Schere. Wo hast du das Skalpell? Ist in meiner Tasche drüben. Aha. In meiner Tasche drüben, wie das klingt. Ja, du hast ja dein Feinwerkzeug alles in so ein Täschchen. Genau, richtig. So. Ah. Jetzt wird da auch ein bisschen. Jetzt sieht es doch gleich ein bisschen besser aus. Aber ist der dicke Rand, der wäre auch nicht schlecht gewesen. Ja. So sieht es natürlich noch richtig besser aus. Genau. So. Na, siehst du, dann hast du da gut geschafft und jetzt dürfst du noch 23 Mal das gleiche machen, wa? Ja. Naja, dann viel Spaß. Vielleicht haben ja andere auch Lust, sich das selber zu entkittern. Mhm.